Salgein, Schnittchen, willkommen zurück zur neuen Folge. Wir haben da ein Angebot, das Sie sich unbedingt mal ansehen sollten. Das habe ich bestimmt schon gemacht, oder? Nicht? Ja? Gucken wir sofort auf jeden Fall. Verstanden. Und hier kommt dann die Para noch raus. Da. Para 1. Und komm, bist du endlich fertig? Da, danke. Para 2. Wenden Sie ein ACU-Treffer-Upgrade an. Gemacht. Nicht? Oh, scheiße, ich hab Nachladetempo gemacht. Na, da haben Sie ja mal einen Volltreffer gelandet. Danke. So. Hole Produkt ab. So eine gute Verdauung jetzt. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Aber da? Können wir denn mittlerweile schon den großen Auftrag annehmen? Ne, immer noch nicht, wa? Warum das nicht? Ja, ich muss doch den Wissenschaftsruf ein bisschen steigern. Oh, da gibt es auch neue Sachen zum Wegdrücken. Aber wenn wir den Wissenschaftsruf steigern, dann dürfen wir das ja sofort hinbekommen. Hammond hätte mehr Leute wie Sie brauchen können, als er seine prähistorische Reise begann. Schnelle Lerner, engagiertes Personal. Schnelle Lerner, liebe Zuschauer. Sicher nicht aufgefressen. Merkt euch das. Schnelle Lerner. So nicht anders, nämlich. Sieht's aus, meine lieben Schnittchen und Schnittchen. Oh, 86% nur. Oh, cool. Wenn man damit durchfährt, das zählt auch. Oh, okay. Ja, hier vorne ist halt immer ein Problem, wa? Das müsste eigentlich cool sein. Junge, Junge, wie viele Leute da mittlerweile fahren? Wie viele Leute sitzen eigentlich da drin? Globale Transportbewertung. Okay. Cool. So, auf geht's. Die sind gleich durch. Haben wir die nächsten Wissenschaftsaufträge endlich fertig? Wir hätten da was Interessantes für Sie. Okay. Ein kleiner oder mittlerer Pflanzenfresser. Und Todasaurier. Das finde ich nicht gut. Wer ist gestorben? Da. Der andere Diplo. Nein, ich mag die Diplos. Das Produkt muss eingesammelt werden. Ich mochte die Diplos. Die Todasaurierzahl ist genau dort, wo wir sie haben wollen. Und mit wir meine ich mich. Und die Wissenschaftsabteilung. Aber vor natürlich allem mich. Also, gut gemacht. So sieht's nämlich aus. Gut gemacht. Ne? Ich habe soeben gehört, dass Sie unsere Vorgaben bezüglich der Dinosaurierzahl erfüllt haben. So macht man sich hier einen Namen. Also, gut gemacht. Danke. Zweimal gut gemacht. Und da kommt endlich die Top-Mission. Okay. Mit einem Genom von 80% Ausbildung an Diplo und stellen Sie sicher, dass jedes in einem sicheren Gehege untergebracht bleibt. Die Wahrheit ist, Dr. Wu und ich sind nicht immer einer Meinung. Okay. Das ist die Gelegenheit, ihn ein wenig aufzuweichen. Wer ist davon ich schon denke, alt? Ich denke, wir sollten es versuchen. Alle schon älter, aber. Okay, das heißt. Gut. Gut. Ich bin froh, dass Sie dabei sind. Wir gönnen uns Dr. einen Wu davon. Führt irgendetwas im Schilde. Aber es hat keinen Sinn, ihn auszuquetschen. Er gibt ohnehin nichts preis. Also, lassen Sie uns unseren Weg weitergehen und sehen, wo er uns hinführt. Velociraptor. Okay, ich würde der gerne Diplodocus sagen, kommt da rein. Gefällt, aber ich tue es nicht. Dr. Wu will, dass wir ein paar Dinos erschaffen und auf eine Art unterbringen, die für die Tiere nicht optimal ist. Er will sie absichtlich Stress aussetzen. Eine Art Test.
Ich bin nicht sicher, ob Sie wissen, was Sie da tun. Aber diese Dinosaurier sind ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Ja. Ich fürchte, wir überschreiten eine rote Linie. Wir machen das. Genau das machen wir, Kajal. Wissenschaft bedeutet nicht, dass man in der warmen Stube sitzen bleibt, sondern dass man sie zerstört. Sogar wenn Leben auf dem Spiel stehen? Das sind Tiere. Wir können neue erschaffen. Ich rede nicht von den Tieren. Moment mal, er hat sie beim Vornamen genannt? Kajal. Scheint was Ernstes zu sein. Ich kenne diesen Dr. Wu von Anfang an und ich denke, das Einzige, was noch gefährlicher und kaltblütiger ist als die Dinosaurier selbst, ist der Mann, der Hammett dabei geholfen hat, sie wieder zum Leben zu erwecken. Oh, immer dieses Gedüngel. Ich habe nur Gutes über Ihre Expedition gehört. Sie machen die Wissenschaftsabteilung zum Star. Und mich. Und sich natürlich auch. Ich habe sie nicht vergessen. Ich setze nur Prioritäten. Hab mich auch nicht vergessen. Alles gut, Schnucki. Alles gut. So, Diplo, der kommt da rein. Der Herr Velo kommt hier rein. Stromausfall, leck mich am Arsch. Bestätige Aufgabe. Ah, was wir mal wieder machen könnten ist. Bin zur Futterstation unterwegs. Ja, Moment. So. Füllt auf. Die, ja? Das ist echt alles. Haben wir keinen, nicht mehr Fresse hier. Nur die drei. Doch, da haben wir auch noch eins, oder? Genau. Vier haben wir hier, wa? Und dann eins, zwei, drei. So, dann darf... Hoppla. Produkt transportiert. Der auch. Eins, bestätige zwei... Nachschubanfrage für Futterstation. Anfrage bestätigt. Mach mal voll. Mach auch mal voll. So. Nein. Brauchen wir nicht. So, mittlerweile dürfte auch die Sicherheitsbewertung dann hoffentlich wieder hochgehen. Geringe Kapazität. Oh, das heißt, wir brauchen mehr Hotels, wa? Dann sollten wir noch eins bauen. Wieso nicht? Bauen wir doch hier hinten auch mal eins. Das ist natürlich nicht an der Straße. Selbstverständlich nicht. Fotze, ey. Aber nimm ein großes, ne? Passt da nicht hin. Wunderbar. So, jetzt aber vielleicht. Da. Geil. Wie verbaut. Gut, nimmst du halt den. Ist mir auch. Ist mir gleich. Ne? Ist mir gleich. So. Geringe Kapazität. Getränkebewertung ist zu gering und Einkaufsbewertung ist zu gering. Okay, wir brauchen also mehr. Ein bisschen mehr Shopping noch. Getränke. Okay. Moment. Nein. Nein, nein. Da. Und bitte den Wald hier mal wegmachen. Bin nervt des Todes gerade. Gut, kleines Kraftwerk. Gucken wir uns sofort an. Da. Kannst du das bitte anheben? Da gerade ein Dino geschrien. War mir nicht sicher. Alter Vater, ey. Füge Aufgabe hinzu. Schreit er hier rum. So, jetzt nochmal. So, so. Anflachen. So, ich möchte gerne... Soll höher sein. Ja. Nein.
So, so. So, so. Schön in einmal durch. So, schön. Ne? So, wir kurz den Dino raus. Welcher ist es? Erster Diplo. Mit dem Diplo machen wir hier den Heli. Da. Und die. Jetzt kommen hier die Einkaufsmöglichkeiten hin. So, wir hatten Fast Food. Getränke waren nicht so geil. Wurde uns ja gerade gesagt, so Gäste. Fast Food Getränke waren nicht so geil. Scheiße, was war das andere? Ne. Moment. Da habe ich alle von. Okay, fällt mir noch die Sicherheitsmission. Alles klar. Dann geben wir kurz die Inselbewertung. Getränke. Einkaufen. Haben wir noch einen Kleiderladen dazu? Das ist doch auf der anderen Seite. So. Und einmal einen Weg mit rein. So, ich guck mal, oder? Was können wir jetzt kaufen? Dino Schmaus. Ja, komm. Komm. Für maximales Geld. Du dahin. Du raus. Diplosaurus. Du. Tür. Tür. Tor. Du raus. So. Ah ja, scheiße, da stimmt ein Diplo. Ah, fuck, jetzt habe ich so ein Vieh gebaut. Na egal, macht nix. So, Restaurant, gucken wir ganz kurz. Was wurde eingesammelt. Ah, hier ein Gigantosteak, Junge. Da. Und ein Kletterladen noch. Den ganzen Overall direkt, Junge. Aber irgendwas mit 11, oder? Aber zumindest 10. So. Nahrungsgetränke, Spaß, Einkaufen. Gibt es Getränke als separaten Shop? Ist das Fast Food? Gibt es auch Getränke? Nee. Zustellung abgeschlossen. Souvenir, Fast Food, Spielhalle, Spielwaren, Kleider, Bowling, Restaurant. Okay. Senken Sie das Geborgenheitsbedürfnis des Velociraptors unter den Schwellenwert. Okay, das krieg ich hin. Krieg ich nicht hin. Shit. Okay, pass auf, wir müssen jetzt tricksen. Du und du müssen jetzt leider einmal aufs Maul kriegen. Und anschließend du. Ja, das ist das Wissenschaftsziel. So. Und während du das da machst, präpariere ich mal ganz kurz das Gehege hier. Ja? Hallo, da rennt eine Kuh drin rum. Da rennt nicht eine Kuh, sondern... So, können wir bitte ganz kurz hier den Wald noch wegmachen. So. Bam, bam, bam. Auch einen Trick, den ich gelesen habe. Bau einfach ein paar mehr Zäune rum. So, drei. Sollten drei reichen?
Weiß ich nicht. 3 könnten reichen. Da ist der Vilo. Du da rein. Bestätige Anfrage zur Produktabholung. Hole Produkt ab. Ja, okay. Du legst das mal kurz frei, um Folgendes zu machen jetzt. Nein. Der T-Rex hat was zu fressen jetzt. Der gewinnt jetzt einfach mal einen Kampf, weil er ein krasser Kämpfer ist. So. So. Können wir ganz kurz nochmal. Beim Forschen gab es nichts mehr, oder? Ne. Das verkaufen. Und trotzdem ja. Nochmal weiter forschen. Produkt ist in der Luft. Kommt hier rüber. Los, los. Jetzt geht ab. Produkttransport wird durchgeführt. Da gibt es nur was zu essen, was zu trinken. Aber sonst nichts. Und Einsamkeit. 3 Minuten lang. Das heißt, wenn der Wert nur langsam sinkt. Oh, hoffe ich mal. Oh, Moment. Weil da ist ja nur einer. Das passt schon mit dem Strom, oder? Naja. Ja, bumm. So. Transport abgeschlossen. Der wird es ja jetzt relativ schnell hassen. Okay, Gras und Wald. Okay. Anfrage zur Produktabholung erhalten. Viel Spaß, mein Freund. Ah, ist noch mal was? Hast ja schon länger nichts mehr gegessen. Na komm, jetzt bin ich gespannt. Ob das was wird. Jawohl, meine Anlagenbewertung ist mittlerweile auch mal vernünftig. Ja, mal kurz reingucken. Ja, kein Problem, wa? Ein paar Leute trinken, ein paar Leute essen. Maschinen gibt's auch. Okay. Oh, du hast es. Du wirst es gleich hassen. Ich weiß, dass es jetzt gleich hassen wirst. Nein. Nein, er wird gerade erst runtergelassen. Okay. Wo ist er? Da. Jetzt geht's los. 3 Minuten. So, komm, T-Rex. Gönn dir, Junge. Und Snack. Das zählt echt als Kampf? Gönn dir den einfach. So. Noch frisst er. Alles gut. Dann haben wir sofort die erste Minute schon rum. Geil, Alter. Perfekt. Voll gemein von mir. Cut. Bis morgen.